Kapitel 2. Nicht ich. Während all dies vor sich ging, fand sich Flamme an einem anderen Ort wieder. Ebenfalls eine ewige Weite. Doch eine Weite, gebrochen vom spiegelnden Wasser eines Sees. Ein Ort, der viel seiner Mystik verlor, wenn man nun einmal wusste, worum genau es sich handelte. Passend tat es aber. Flammes Kehle fühlte sich staubtrocken an. Vielleicht war dies aber auch etwas, was dieser Ort bewirkte. Egal, so oder so trat er entschlossen ans Wasser heran und nahm einen Schluck, bevor er beobachtete, wie sein Spiegelbild im See sich etwas zu verändern schien. Flamme, hörst du mich? Ich bin weder taub noch blöd, natürlich höre ich dich. Tu nicht so, als gäbe es noch andere Gründe, aus denen dies fehlschlagen könnte. Gründe wie, sagen wir, etwas anderes übernimmt meinen Platz. Du weißt schon, etwas, was du recht einfach fernhalten könntest, wenn du endlich mal über deine scheiß Sorgen hinwegkommst und tatsächlich deinen Verstand priorisierst. Schon wieder dieselbe Scheiße. Wieder hast du es übernehmen lassen und besiegen kannst du es offensichtlich nicht, also weshalb in Kauf nehmen? Ich kann das Monster nicht besiegen, das stimmt, aber warum habe ich dann wieder Kontrolle erhalten? Es hat mich einfach wieder freigegeben. Ohne irgendwelche relevanten Einflüsse. Der Einwand schien Inferno für einen Moment aus dem Konzept zu bringen. Ja, ich meine, das hat es wohl. Und das soll für dich jetzt eine Ausrede sein, es nicht mehr zu bekämpfen. Nicht mehr dagegen vorzugehen. Vermutlich hat es noch nicht genug Kraft für dauerhafte Kontrolle gewonnen. Vielleicht ist es deiner Seele noch zu fern. Aber das ist doch alles nichts, was ich nicht ändern kann. Lenk also nicht vom Thema ab, Flamme. Du hast uns wieder in einen Kampf gezwungen und die Pokémon um dich gefährdet. Nur weil du Angst vor einer Pflanze hast? Sonst bezeichnest du diese Pflanze doch selber als Wundermittel. Rede das Zeug jetzt nicht so herunter. Es ist eine harte Droge. Während das Vulpix diese Worte sprach, dachte er an das, was ihm Absol an der Küste gesagt hatte. Wenn es um das Telizium ging, dann sollte er Inferno nicht vertrauen. Und es war ja auch, was der eigene Instinkt des Vulpix war. Irgendwie. Oder? Inferno war ja auch er selber. Vertraute er Absol also mehr als sich selber? Auch Inferno schien diesen Gedankengang zu sehen. Höre nicht mehr auf das Absol als gesund. Er kann das Telizium nicht als etwas sehen, das Vorteile hat, weil er uns nicht verstehen kann. Er wurde ausgebildet von einer Weisen. Der Blick auf nichts als Rationalität. Und so schön Rationalität sein kann, sie hilft nicht, wenn es um Dinge jenseits des Verstandes geht. Wenn du weiter so auf dieses Mon hörst, schadest du dir und allen anderen. Auch ihm. Komm, sag doch gleich, was du denkst. Am besten sollte ich nicht nur Soll, sondern auch ihn zur Hölle schicken. Und gleich alleine weiterreisen. Nicht? Vergiss nie, wer ich bin. Dein Unterbewusstsein. Gedanken, die du selber denkst, aber nicht bemerkst. Nicht einmal ich kann aber diesen Gedanken über Absol finden. Als Pokémon ist er ein großer Gewinn für die Reise. Er versteht, wie die Welt funktioniert. Ist sich der Wahrheit nicht zu schade, bloß für sogenannte Höflichkeit. Er weiß vieles. Nein, er ist sogar ein positiver Einfluss auf deine Psyche, scheint mir. Es geht nicht um das Pokémon.
Es geht mir um seine Meinung zu einem Thema. Ein Thema, um das wir uns nicht streiten müssen sollten. Ich dachte bisher immer, dass du irgendwann selber lernen würdest, aber nach 2 Kämpfen versuchst du immer noch, mich dazu zu bringen, meine Meinung zu ändern, von der du selber weißt, dass sie richtig ist. Genug damit. Auch genug von deinem so wenig wie möglich, so viel wie nötig, da es sich offenbar ja nicht immer aufzeigt, bevor es zu spät zum Handeln ist. Du, mein Freund, wirst dich ab sofort in eine Routine setzen. Kein Einspruch. Ab heute Abend, jeden Abend ein Blatt. Mindestens. Und was, wenn ich Einspruch einlege? Ein Blatt am Tag? Bist du irre? Ich verstehe die Intention, aber du schlägst über alle Stränge. Einmal die Woche, dann haben wir einen Deal. Einmal die Woche? Das ist ja gefühlt weniger als bisher. Behauptest du, dass das gereicht hat? Anstatt in seinem eigenen Unterbewusstsein nun endlich mal eine Pause von den ewigen Streits zu haben? Also gut, Kompromiss. Aber auch nur, weil ich keinen Bock auf eine Diskussion habe. Alle 3 Tage. Und wir sehen mal, wie es funktioniert. Mir gefällt dieser Kompromiss nicht. Aber umstimmen lassen tust du dich vermutlich nicht mehr, habe ich recht? Nein. Und dieses Gespräch führe ich auch nicht weiter. Also, war das alles, wofür du mich hergerufen hast? Für denselben Scheiß wie immer? Oder hast du irgendwann nochmal was Sinnvolles zu mitteilen? Diese offene Provokation schien das Abbild vom See eher als eine Herausforderung zu sehen, als eine Beleidigung. Du denkst, ich könnte nicht weiterhelfen? Ist das deine Meinung? Also gut, dann legen wir eine andere Platte auf. Du und deine Freunde haben bereits die 2. Zweigwelt des Weltenbaumes des Sternlichtes erreicht. Theoretisch ist sie zweierlei mit der Wurzelwelt verbunden. Einmal direkt und einmal über die ehemalige Wurzelwelt, nun als dunkle Welt bekannt. Wobei der Name eher ein Überbleibsel ist, da der Ort zu größten Teilen von seiner Zerstörung verheilte. Beide dieser Verbindungen wurden jedoch durch Omegon zerstört. Das hat er sowieso schon klar gemacht. Das heißt, euer Ziel sollte es sein, den Weltenbaum des Sturmes zu erreichen. Dazu hat euch Lunala angewiesen. Wie kommt ihr also in den nächsten Weltenbaum? Die Welt, in die ihr gleich reist, hat 4 Kontinente, zwischen denen ein Passagiersegelschiff reist. Ihr werdet euch auf einem Kontinent wiederfinden, der die größte Stadt der dortigen Welt beinhaltet. Schmuckstadt. Jener Ort, welcher die Gilde beinhaltet, in welcher 2 der einstigen Bezwinger Darkreis gelehrt wurden. Von diesem Kontinent startet in etwa 1,5 Tagen ein Schiff. Nehmt es. Es bringt euch zu einem Eiskontinent. Aber auch nur, weil dieser auf der Route liegt. Dort haltet ihr 1 Tag lang, bevor das Schiff weiterfährt. Dann aber, erreicht es den Waldkontinent. Und in diesen Wald müsst ihr hinein. In den Tiefen dieses Ortes liegt ein Vulkan. Nahe diesem versteckt liegt ein Reisepunkt zum Weltenbaum des Sturmes. Das Problem, auch dort muss euch der Weltengeist dorthin schicken. Und du weißt, wer das hier ist. Also müsst ihr ihn irgendwie dazu bringen, euch ziehen zu lassen. Außerdem wohnt auf dem Waldkontinent ein Stamm an Pokémon. Nahezu alle von ihnen Formen von Evoli. Die einzigen Ausnahmen sind ein Bisasam, Bulbi ihr Name. Einst eine jener, die Darkreis stürzten. Sie lebt dort, seitdem sie ihren Partner und Vater ihrer Tochter im Krieg verloren hat. Ihre Tochter werdet ihr auch treffen. Sie ist aber nur manchmal beim Stamm. Stattdessen lebt dort aber eine noch etwas größere Gefahr, gerade für eure Gruppe. Groudon. Einst ein Feind all jener, die Darkreis stürzen wollten. Als er auf der Suche nach seinem Vulkanstein schier endlose Zerstörung brachte,
und selbst das Pokémon tötete, welches der heutigen Anführerin des Stammes damals am nächsten stand. Allerdings wurde er nachdem als Teil der Gruppe akzeptiert und wurde vom ehemaligen Zerstörer des Waldes zu seinem Beschützer. Und dann gibt es sie, die Anführerin des Stammes im Wald. Einst eine Ausgestoßene. Ein scheinbarer Gendefekt machte dieses Evoli zu einem Monster. Ein Evoli, welches sich nach Wahl hin und her zurückentwickeln konnte, jedoch diese Kraft nicht kontrollieren konnte. Bis sie von den Helden der anderen Welt aufgenommen wurde und im großen Krieg ihre wahre Kraft entfaltete. Eevee, das Hoffnungs-Pokémon, das einzig lebende Elementara und das Pokémon, welches das Erbe des Drachen innehat. Schier endlose Macht in einem Pokémon, welches bereits vor dieser strotzt. Alle Pokémon-Typen geeint in einem Wesen wie ein Gott, die Nachfahrin Omegons höchst selbst. Und ihr werdet ihr begegnen müssen. Und sie wird eure bisher größte Hürde. Kurz verblieb Flamme stumm. Einerseits, um diese Information erstmal zu verarbeiten. Und andererseits aus purer Verwirrung. Also, noch Beschwerden? Ja, noch viele Beschwerden. Inferno, du hast schon manchmal Dinge gewusst, bei denen ich nicht verstanden habe, wie, aber das hier... Du sagst immer, du bist ich. Wie zur Hölle kannst du das alles hier gerade sagen, was du hier gerade sagst? Denkst du das bloß aus, um schlau zu wirken? Oder steckt da mehr dahinter, was du mir verheimlichst? Das ist nicht das... Und ob das jetzt das Thema ist? Sprich, wenn du willst, dass ich dir auch nur noch ein Wort glaube... Du hast mir gerade deutlich gezeigt, du verheimlichst mir etwas. Wie bereits einmal folgte nicht sofort eine Antwort. Stattdessen drehte der Umriss im See einen kleinen Kreis, bevor er sich wieder setzte. Also gut. Vielleicht habe ich etwas mehr gesagt, als ich hätte sagen sollen. Wobei es für dich keine große Relevanz haben sollte. Sagen wir es nur einmal so. Du bist nicht das erste Pokémon, das eine kompetente Flamme brauchen konnte. Bitte was? Willst du mir gerade andeuten, du wärst schon die Flamme von jemand anderem gewesen? Aber wie kann das sein? Und warum bist du dann trotzdem ein Teil von mir? Siehst aus wie ich. Und wenn ich das war, was ändert es? Nun bin ich deine Flamme. Und eine Flamme passt sich in ihrem Anblick dem an, der sie führt. Also sehe ich natürlich aus wie du. Ich bin ein Teil von dir, weil es nur einmal so ist und sein muss. Ich bin hier, um dich zu führen. Und glaub mir, das ist nicht nur für dich ein Scheißjob. Ich habe auch keine Erfahrung mit sowas wie diesem Krieg. Sichtlich hatte Flamme hier endlose Fragen. So vieles, was geklärt schien, hörte einfach auf, Sinn zu machen, als Inferno seine Worte gesprochen hatte. Und wie kommt es, dass du so etwas von mir geheim hältst? Und wessen Flamme warst du davor? Du sagtest mir doch, dass eine Flamme wie du besonders wäre. Du widersprichst so viel, was du mir erklärt hast, von Grund auf. Du hast mir so unglaublich viel zu erklären. Dieser letzten Aussage schien Inferno einfach zu widersprechen. Nein, das habe ich nicht. Es gibt zwar vieles, was du gerne erfahren würdest, aber nichts, das du erfahren musst. Das Pokémon, welches ich vorher geführt habe, kann dir völlig egal sein. Es hat nichts mit dir oder deiner Reise zu tun. Und warum ich dir nichts gesagt habe, merkst du gerade wohl selber. Um genau solche Fragen zu verhindern. Wenn ich wichtige Informationen von damals habe, dann erfährst du sie schon.
Und alle, die nicht wichtig sind, gehen dich nichts an. Und trotzdem hast du mich immer angelogen. Redest Dinge von wegen, du bist ich als Argument, weshalb ich dir nicht misstrauen könnte. Du bist eindeutig nicht ich. Denn du hast mehr erlebt als ich. Du hast Wissen, das ich nie haben könnte. Unterbewusst oder nicht. Du siehst die Wechselwirkung nicht. Ich bin du. Aber im Unterbewusstsein hast auch du mein Wissen. Es ist nicht so, als könnte ich wahrlich bloß denken, was in deinem Unterbewusstsein ist. Mein Wissen wurde zum Teil deines Unterbewusstseins. Flamme blickt die Wasseroberfläche bloß noch an. Den Blick erfüllt von Abscheu. Wenn du wirklich ein Teil von mir bist, dann beweist du bloß, dass ich mir selber nicht vertrauen kann. Wie soll ich je wieder wissen können, was du mir noch verheimlichst? Wie kann ich garantieren, dass du uns nicht schon in Lunalas Weltenbaum hättest helfen können? Wie soll ich wissen, ob die Dinge, die du mir gerade erzählt hast, wirklich die Wahrheit sind? Wie soll ich wissen, dass du nicht über das Telizium lügst? Los! Antworte mir, Inferno! Wenn das überhaupt dein Name ist. Mein Name ist, was mir gegeben wird. Und das ist bei dir Inferno. Und ich kann dir nichts garantieren, was du nicht selber akzeptierst. Ich wusste, du würdest mir nicht vertrauen, wenn du die Wahrheit kennst. Also verschwieg ich sie. Und nun kennst du sie. Und weißt du, was deine Wahl ist? Mir zu vertrauen oder nicht. Du kannst mich wählen oder das Monster. Also habe ich nicht mehr als eine Wahl zwischen zwei Monstern.